Dazu wäre als erstes eine allgemeingültige Definition des Begriffes Rechts notwendig. Die gibt es aber nicht. Deshalb muss man ganz klar sagen, dass dieser Begriff populistisch gegen die AfD eingesetzt wird, um deren Mitglieder zu diffamieren. Wir sehen uns als eine konservative Partei bezüglich unserer Werte und der von uns gewünschten Gesellschaftsstruktur. Als eine liberale Partei, bezogen auf die Wirtschaftspolitik und ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Handeln sowie der Bewahrung unserer bürgerlichen Rechte. Als eine soziale Partei, bezogen auf den Erhalt einer auskömmlichen Rente und sozialen Sicherungssysteme. Als eine patriotische Partei mit großer Liebe und Verbundenheit zu unserem Heimatland, auf das wir stolz sind. Und als eine zutiefst demokratieliebende Partei, denn wir fordern mehr Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung. Aus diesen genannten Gründen haben wir auch Zustimmung aus allen gesellschaftlichen Schichten und Strömungen von links bis rechts.